Und Bergamo kommt ins Umschalten. Elvila Touré auf Lookman. Lookman! Und da war Nicolò Vasil noch dran. Klasse Parade. Wieder Boogie. Wieder Stevens, mal mit einer Flanke. Eggestein rutscht ein bisschen unter den Ball durch. Aber Wagner hat den zweiten. Wagner aus der zweiten Reihe. Eggestein verliert die Kugel und bringt von drei Mann. Das ist die große Chance für Pašalić. Und Vasil. Wird dieser Ball von Eric Smith. Kommt in die Zentrale und dann am zweiten Pfosten. Jojo Eggestein macht ihn. Erst verpasst Wagner, dann schlägt Isaac Hien am Ball vorbei und dann ist am zweiten Pfosten Jojo Eggestein vollkommen frei. Setzt zum Flugkopfball an und wuchtet den Ball schön in die Maschen. Klar, Belastungssteuerung ist ein Thema, ich habe es erwähnt, am kommenden Mittwoch gilt es, den Supercup zu spielen. Oh, was für ein Fehler hinten raus, Afolayan! Sven und St. Pauli! Ja, so ein Geschenk. Wir sehen es, völlig harmlose Situation, aber Isaac Hien, der neue Mann zur Halbzeit gekommen, sieht nicht, dass Apollayan den Heiligen St. Spekulatius anruft und er hört ihn und dann zieht er easy vorbei an Juan Mosso und macht das 2:0. Kommt immer mal wieder jemand nach, Apollayan, nicht im Abseits für meine Begriffe, Apollayan kann ihn bringen in die Mitte, guter Ball, 3:0! Carlo Bucalpa! St. Pauli führt gegen den Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo mit 3:0. So hört sich das an. Bergamo läuft nur hinterher und dann verteilt Bucalpa einmal die Höchststrafe an Juan Mosso durch die Hosenträger. Zack! Drittes Tor. Und das war's. Feierabend. War natürlich ein guter Abschluss oder ein guter Anfang jetzt für die Saison. Das erste Spiel für mich hier für den FC St. Pauli, nicht gegen. Hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte auch ein bisschen Gänsehaut beim Einlaufen und dass wir dann am Ende 3:0 gewinnen konnten, war natürlich umso besser dann. Anytime you have the fans in making that noise, it makes massive, massive difference and an absolute credit to all the fans for showing out for what is obviously a friendly game and I think I can only speak for myself, but I'm always amazed by the support that we get at the games and today was no exception, friendly or not. Und wir haben am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, gerade mit dem Ball. Aber dann mit der Zeit sind wir immer besser ins Spiel reingekommen. Die Intensität war natürlich sehr hoch gegen so einen guten Gegner. It's a completely different game, of course, in the cup. But we want to just keep doing all the right things, and I'm sure we work in analysis and on what they're going to play like and how the game's going to go, and we prepare like that. But I mean, of the last two games, we're doing some things right, and we just want to continue that and keep improving. So, no, we look forward to the challenge, and it's always good to have the first competitive game of the season.